Wir wurden um 19:48 Uhr zu einem Zimmerbrand alarmiert. Es stellte sich heraus, dass der mit Kerzen betriebene Weihnachtsbaum Feuer gefangen hatte. Die Anwohner konnten mit Hilfe der Nachbarn es eigenständig löschen, haben sich dabei leider sowohl eine Rauchgasintoxikation wie auch Verbrennung im Gesicht zugezogen und wurden dementsprechend dem Rettungsdienst übergeben. Wir haben das Gebäude belüftet und dann der Polizei die Einsatzstelle übergeben. Durch das den ganzen Tag geschneit hat, hatten wir glücklicherweise durch unseren Gerätewartmaschinisten bereits Ketten aufgezogen und konnten auch die steile Anfahrt in der Form bewältigen. Von daher war es für uns kein Thema. Dankenswerterweise waren die auch da und konnten gleich die Brandversorgung von den Eigentümern übernehmen. Sie wurde in ein Allradfahrzeug übergeben und dann zum Rettungswagen weitergefahren, dass es ins Krankenhaus verbracht werden konnte. Das war selber Fortfahrzeug, ja. Genau. Eigentlich selten, da ja auch, wie soll ich sagen, der Schneefall oder beziehungsweise die schwierigen Straßenfelder eher nachlassen. Aber ab und zu kommt es noch vor, deshalb haben wir auch die Schneeketten und wie gesagt, der Maschinist hat heute Vormittag, glaube ich, um 4 Uhr hat er sehr aufgezogen und es hätte keiner gedacht, dass wir die um 7:45 Uhr schon wieder brauchen. Mit ca. 40 Leuten und 5 Fahrzeugen da waren.